Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass ich nicht mehr für den YouTube-Kanal der Werteunion verantwortlich bin und auch meine Mitgliedschaft im Werteunion-Verein heute gekündigt habe. Der Hintergrund ist der, dass ich am vergangenen Freitag ein Interview mit Dr. Markus Krall hier auf Politik Spezial veröffentlicht hatte. Und ich kurze Zeit später einen Telefonanruf von Dr. Maaßen bekommen habe, in dem er mir vorgeworfen hat, ich sei illoyal und hätte einen Vertrauensbruch begangen, weil ich Dr. Krall interviewt habe. Also nur allein, dass ich mit ihm gesprochen habe, war der Vorwurf. Es ging nicht um Inhalte des Interviews. Und wenn man sich das Interview mit Dr. Krall anschaut, wird man feststellen, dass ich neutrale Fragen gestellt habe, das Interview sehr ruhig verlief, auch von Seiten des Herrn Krall. Und ich sogar Herrn Dr. Maaßen noch verteidigt hatte, weil ich die Vermutung geäußert hatte, dass er taktisch vorgeht mit dem Begriff Premium-Partner. Aber Sie können sich das Video gerne anschauen, was ich da gesagt habe. Genau wie das Video, was ich glaube ein oder zwei Tage vorher erschienen ist mit Matthias Matussek, wo gerade Herr Matussek noch Herrn Dr. Maaßen sehr gelobt hatte. Liebe Zuschauer, es ist mir auch besonders wichtig zu betonen, dass ich hier auf Politik Spezial, der Kanalbetreiber ist Max Otte, dass ich hier größtmögliche journalistische Freiheit genieße. Ich muss keine Interviews anmelden oder mir freigeben lassen, sondern das kann ich alles ganz alleine entscheiden. Und da danke ich Herrn Otte für sein Vertrauen. Auch war das Interview mit Markus Krall in keinster Form abgesprochen oder angemeldet, sondern ich hatte Dr. Krall angerufen und wir haben dann gleich einen Interviewtermin vereinbart und das Interview aufgezeichnet. Ja, also die Situation ist jetzt folgende, dass der Mann, der die Staatsmedien abschaffen möchte und den freien Journalismus und die freie Presse unterstützen möchte, mir als freien Journalisten, der für verschiedene Plattformen gearbeitet hat und auch arbeitet, mir untersagen will, mit wem ich überhaupt sprechen möchte. Das ist ein Skandal in meinen Augen, der so groß ist, dass ich auch überhaupt keinen Wert mehr auf eine Zusammenarbeit mit der Werteunion lege. Ja, der Kanal war in den letzten Monaten stark gewachsen. Wir sind von 11.000 im Februar 2023 auf jetzt im Februar 2024 auf 111.600 Abonnenten gewachsen. Also rund 100.000 Abonnenten sind dazugekommen. 3.000 Abonnenten sind jetzt wieder abgesprungen. Ich glaube, im Moment steht der Kanal bei 108.000 Abonnenten. Die Aufrufzahlen waren gigantisch aufgrund der Vorträge von Dr. Hans-Georg Maaßen. Aber auch meine Interviews waren sehr erfolgreich und hatten sehr, sehr hohe Aufrufzahlen. Ja, nun wirft man mir Illoyalität vor und ich hätte gegen Absprachen verstoßen, was ich nicht getan habe. Entschuldigung. Ich bin wahnsinnig enttäuscht von Dr. Maaßen. Ich bin wahnsinnig enttäuscht davon, wie das Ganze abgelaufen ist. Bin wahnsinnig enttäuscht davon, wie den vielen Mitgliedern, die seit ja, 7 Jahren sich für die Werteunion, für eine andere Politik in Deutschland einsetzen, vor den Kopf gestoßen wird. Ich bin wahnsinnig enttäuscht davon, dass eine so große Hoffnung, die in diese Partei gelegt wurde, in Windeseile, in kürzester Zeit durch Herrn Dr. Maaßen zerstört wurde. Herr Dr. Maaßen, Sie bezeichnen jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, dass Sie ja weiterhin mit Dr. Krall befreundet sind.
Sie können sich sicherlich an unser Gespräch erinnern am Freitag. Und Gott ist unser Zeuge. Sie wissen, was Sie zu mir über Dr. Markus Krall und seine jüngste schwere Erkrankung gesagt haben. Ich habe selten in meinem Leben etwas so Ekelhaftes gehört. Herr Dr. Maaßen, ich habe Sie sehr bewundert, sehr geachtet, habe gerne mit Ihnen zusammengearbeitet. Aber das, was Sie da gesagt haben, dafür sollten Sie sich schämen. Ansonsten gebe ich Ihrer Partei, Herr Dr. Maaßen, nicht mehr die geringste Chance. Und wenn Sie glauben, dass Sie mir als freien Journalisten vorschreiben können, mit wem ich rede oder mit wem ich nicht rede, was auch überhaupt nicht, in keinster Weise, Sie haben heute noch einem Mitglied der Werteunion geschrieben, ich sei illoyal und es wäre ein Vertrauensbruch und ich hätte gegen Absprachen verstoßen. Teilen Sie mir doch bitte mit, gegen welche Absprachen ich verstoßen habe. In unserem Vertrag steht nichts davon, dass ich nicht auf anderen Plattformen tätig sein dürfe. Sie haben mir vorgeworfen, ich hätte mit Professor Otte und Herrn Dr. Krall kooperiert. Was ist das? Herr Dr. Maaßen, ich kann Sie wirklich nicht verstehen. Es war bekannt, dass ich den Politik-Spezialkanal betreue. Es ist bekannt, dass dieser Kanal Dr. Max Otte gehört. Es ist bekannt, dass er vorher von Markus Gärtner geführt wurde und dass Herr Dr., Herr Professor Max Otte mir dann das Vertrauen ausgesprochen hat, den Kanal weiterzuführen. Es ist alles bekannt. Wir haben selbst mit Ihnen, Herr Dr. Maaßen, habe ich auf dem Politik-Spezialkanal Interviews geführt. Ja, und jetzt werfen Sie mir vor, ich hätte mit Max Otte und Dr. Krall kooperiert? Also ich weiß wirklich nicht, Herr Dr. Maaßen, was das soll. Es gab ja diesen Spiegelbericht, der nicht als Satire gekennzeichnet war. Ja, ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich sprachlos. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich weiß es nicht. Sind Sie eingesetzt worden, um die Opposition so zu zerstören? Ich weiß es nicht mehr. Ich konnte es mir bis jetzt nicht vorstellen, aber so wie Sie jetzt auch mit mir umgehen. Also, ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie tatsächlich für Deutschland etwas tun wollen, wenn es in irgendeiner Form noch mit der Werteunion-Partei klappen sollte, möchte ich Ihnen raten, treten Sie zurück. Der gesamte neue gewählte Vorstand sollte zurücktreten. Und es sollte dann auf dem Parteigründungstag, der im Mai stattfinden soll, von den Werteunion-Vereinsmitgliedern, die dann in die Partei möglichst schnell aufgenommen werden, ein neuer Vorstand gewählt werden. Das, was da gerade abläuft, ist eine komplette Frechheit. Und ich muss sagen, auf dem Schiff, es geht mir seitdem ich auf dem Schiff war, schlecht. Weil ich, als ich die Pressekonferenz gefilmt habe, da hat sich mir schon der Magen umgedreht. Und dann kam auch noch das Interview, was bisher auch nicht veröffentlicht wurde, aber ich werde das jetzt hier veröffentlichen. Das Interview mit Alexander Mitsch, wo ich dann doch beinahe vom Bord gefallen wäre. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Treue. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Lassen Sie ein Like da. Ja, aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Und bitte unterstützen Sie meine Arbeit, unsere Arbeit, unser Team mit Felix Schönherr, mit dem Adrianus, mit Max Otte und mit mir. Und abonnieren Sie unser Politik-Spezialmagazin, sodass wir hier unsere Arbeit und unseren freien Journalismus, der sich nicht vorschreiben lässt, was
er sagt oder mit wem er redet, damit wir das hier auf diesem Kanal Politik Spezial fortführen können. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse, wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mit Ihnen über einen Skandal sprechen. Der Druck, über den wir hier die ganze Zeit gesprochen haben und die Krise, die vielleicht jetzt wieder auf uns zukommt, die muss stark genug werden, um die Elite so durchzuschütteln, dass es wirklich eine Chance für einen Neuanfang gibt. Die Chefin einer Regierungspartei hat keine Ahnung, wie hoch die Durchschnittsrente ist. Weil ihr das scheißegal ist. Wissen Sie etwas über die Kanzlerakte? Wir wissen ja jetzt auch, dass das Innenministerium Frau Faeser schon sehr kritisch auf die AfD schaut. Die Schulden müssen zurückgezahlt werden. Das Geld ist ja aufgenommen worden durch Schuldverschreibungen, was auch immer. Und dann wissen Sie eigentlich, wie die Interessen sind. Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen bei Politik Spezial.